Liebe Besucherinnen und Besucher hier bei uns im Internet. Zum Tag der Deutschen Einheit grüße ich Sie alle sehr herzlich. Die Deutsche Einheit wird in diesem Jahr volljährig. Ich selbst kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als Jugendlicher hier direkt hinter mir im Reichstag an der Berliner Mauer stand. Ich war 13 oder 14 Jahre alt, schaute drüber, sah den Todesstreifen und konnte das alles nicht glauben. Wir gedenken heute derjenigen, die versucht haben, die innerdeutsche Grenze zu überwinden und mit ihrem Leben bezahlt haben. Wir erinnern uns an die mutigen Bürgerinnen und Bürger in der damaligen DDR, die für ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind. Für mich persönlich gehört zu den bewegendsten Momenten, als Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag den wartenden und gewissermaßen eingesperrten DDR-Bürgern verkündete, dass ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland möglich sei. Ich denke, es ist nicht gut, dass nicht mal 20 Jahre nach dem Untergang der DDR die unmenschlichen Folgen des Sozialismus bei einigen nicht mehr in Erinnerung sind. Die Sozialisten haben immer erst die Wirtschaft verstaatlicht, dann das Denken und am Schluss landeten Andersdenkende im Gefängnis. Das war auf der ganzen Welt so, in Dutzenden von Ländern, in etwa 100 Jahren. Von einem 18- oder 20-Jährigen kann man kaum erwarten, dass er das alles selbst im Kopf hat. Wie sollte er auch? Er hat es nicht erlebt. Über das, was uns unsere deutsche Geschichte lehrt, müssen wir wieder mehr reden. Nicht nur am 3. Oktober. Aber der Tag der Deutschen Einheit ist ein guter Anlass, uns diese ständige Verantwortung wieder bewusst zu machen. Es geht darum, deutlich zu machen, dass wir bei aller Kritik, die wir an unserem System der sozialen Marktwirtschaft haben, erkennen, dass es immer noch das beste System ist, was es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Die soziale Marktwirtschaft hat ihre Fehler, aber sie ist 10-mal besser als die Planwirtschaft. Wir brauchen keine neue soziale Marktwirtschaft, sondern die soziale Marktwirtschaft braucht neue Freunde. Die soziale Marktwirtschaft im demokratischen Rechtsstaat, sie ist nicht nur das ökonomisch überlegene System. Die soziale Marktwirtschaft ist auch das moralisch bessere System. Sie gibt den Menschen die Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Talente. Diese Freiheit ist nichts Bedrohliches, sondern etwas Kraftvolles und Kreatives. Sie ist die Grundlage für Wohlstand, für Bildung und ausdrücklich auch für die soziale Sicherheit in unserem Land. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, Ihren Freunden einen schönen Feiertag und all denjenigen, die am Tag der Deutschen Einheit ihren Dienst tun, danke ich auf diesem Wege herzlich. Glück und Gesundheit für uns alle.